weil ich bräuchte eigentlich Fischfutter. Aber er ist nicht an seinem gewohnten Platz. Das ist natürlich jetzt gar nicht gut. Ja, dann fahren wir mal rund um Portemonnaie herum. Terry, wo bist du? Ich brauche dich. Dich und deine Weisheit und vor allem auch deine Produkte. Wo ist der jetzt wirklich? Mensch, Terry, du kannst doch nicht einfach nicht da sein, wenn ich dich brauche. Ups. Ja, aber der ist doch wohl... Jetzt, Moment mal. Terry? Du warst doch immer da. Ja, wusste ich doch. Kannst du jetzt eigentlich einfach nicht da sein? Hm. Sieht irgendwer Terry in der Ferne? Ja, müssen wir ihm zu einem anderen Terry fahren. Wenn dieser Terry uns nicht will, fahren wir eben zu einem Terry in die Nachbarschaft. Selber schuld, Terry. Schnell! Genau. Irgendwo werde ich wohl einen finden. Da, da. Da, 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 da. Da ist was, ist aber egal. Ich brauche nur Terry. Das sind alles Inseln. Wo ist Terry? Auf der Suche nach Terry Tingletum. Der reisende Händler auf See. Wisst ihr, was nicht das lustig ist? Wenn man ihn nicht braucht, dann ist er immer da. Aber wehe dir, man braucht ihn. Was ist das überhaupt für eine interessante Insel? Achso, das ist diese komische, ja, ich weiß schon. Aber hey, da ist ein Schatz. Den werden wir uns natürlich holen, nachdem wir uns Fischfutter bei Terry organisiert haben. Stopp und runter da. Dieser Blick. Wehe, der hat jetzt kein Fischfutter. Na Gott sei Dank. Hereinspaziert, ja. Ich will Universalfutter kaufen. Ganz viel nehme ich. Danke. Ja, ich weiß, dass ich dein Lieblingskunde bin. Kauf. Achso. Kaufe nur noch 10 Sachen, dann bin ich VIP-Kunde. Ja, ich kaufe jetzt quasi alle Portionen, die hier. Also so viel ich noch kaufen kann, kaufe ich. Vom Geld her reicht's locker. Aber ich habe auch nur begrenzt Platz in meiner Tasche. Das muss man ja auch berücksichtigen. So. Gut. Und nochmal. Habe ich? Geht sich das noch aus? Ja. Und so eine komische Put-Put-Frucht kaufen wir auch noch, weil egal. So, geht sich jetzt nochmal aus? Gut. Geht sich nochmal aus? Nee, jetzt glaube ich, bin ich voll, oder? Ja. Bye. Hi, mein Freund. So. Den Schatz, dort werden wir auch noch schnell heben. Weil das sieht mir wirklich nach einem äußerst guten Schatz. Stopp, 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 stopp. Und stehen wir. So, und hebe. Ja. Schön. Das sieht mir nämlich nach einem Schatzkartenschatz aus. Tada! Ein silberner Rubin. Toll, 200 Rubine. Super. Aber, wir müssen... Genau, in diese Richtung. Wir werden mal wieder die Weltmeere befahren. Und gleich mal Isla Binocula sind wir gerade. Das ist äußerst interessant. So. Und um Portemonnaie herumfahren, damit wir hier hinkommen. Das ist unser Ziel. Hier, da, also ab, da. Ja, da waren wir noch nicht. Denn nicht. Alter, Link. Turbosegel. Ja, dann müssen wir nicht dann auch den Wirbel nicht nehmen, dann können wir die schöne Musik genießen. Da werden wir einen Schatz versteckt, ist mir aber egal. Weil wofür denn? Wir fahren über den See. Über den See nämlich. Nö, wir fahren über den See. Moment mal, ich habe noch eine neue Karte, oder? Schatzkarte 4, 5, 9. Alter, wie viele Schatzkarten mir hier auch noch fehlen? Okay. Okay. Ja, 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 ja. 34, 36, 37, 38. Ich vermute mal, es gibt 40 Karten. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal. Da, da, da. Schade, dass nicht Nacht ist, sonst würde ich glatt wieder ins Auktionshaus gehen. So. Genau, da fahren wir hin.
Weil vielleicht findet man da irgendwas Schönes. Zumindest so ein kleines Inselchen wird wohl schon da sein. Oder? Ne, der große Turm ist sicherlich... Ach ja, das scheint ja interessant zu sein. Wo ist der Fisch? Fisch. Braucht den Fisch. Mein Schatz ist auch da. Schön. Aber ich will den Fisch auf jeden Fall. So. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wo der Schatz war. Hier noch nicht. Ich glaube, hier war er irgendwo. Probieren wir mal. Ja, und ich habe ihn auf Anhieb gepackt. So gefällt mir das natürlich eigentlich ganz gut. Das Tolle ist ja, man bekommt ja teilweise auch Spezialkarten. Am meisten bekomme ich eben nur Geld. Oder ein Herzteil, ja, ist auch schön. So. Und das Ding machen wir schnell kaputt. Und da hinten ist der Fisch, ich sehe ihn schon. So schnell, fahren wir ein Stückchen weiter hin. Gut, und das Ding haben wir kaputt gemacht. Stopp, nicht so hurtig. Wo ist der Fisch? Ah, das ist wieder der Taucherverein, oder? Taucherverein, reden. Ja. Jo, Junge, du bist also fleißig auf Schatzsuche. Ich will ja nicht aufdringlich erscheinen. Aber wenn du einen Schatz finden willst, dann öffne erstmal deine Seekarte. Stimme dann die vergrößerte Inselkarte rechts auf die Schatzkarte links ab. Klasse, nicht wahr? Bla, 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 bla. Ja. Der Piraten-Captain Dryfus. Jawohl. Psch, natürlich. Wo war jetzt der Fisch? Da ist die Möwe. Da ist der Fisch. Den brauchen wir. Fisch. Da. Ah, was mache ich? Komm, Futter. Noms. Will ja den Bereich nur auf meiner Seekarte eingezeichnet haben. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid, natürlich. Und ich zeichne ein und du trinkst währenddessen. Weil ich bin Seebär, ich muss trinken. Die Tapseninsel, interessant. Jungchen, weißt du, was Schleim ist? Ja, ich weiß, klingt nicht gerade sehr angenehm. Es handelt sich dabei um eklige, glibberige Monster, die einen anspringen, wenn man sich ihnen nähert. Auf der Insel der Turmen sieht sie zuhauf. Kannst du mal einen Abstecher hinmachen, wenn du nach einer kleinen Expedition ins Unterreich bist? Da fällt mir ein, dieser Elixierbrau aus Portemonnaie treibt sich da ab und an rum. Ich frage mich, was er eigentlich sucht. Das wäre soweit von mir. Ah, das ist gut. Also, das ist dann die Schleiminsel quasi. Quasi, ne? Ich sag viel zu oft quasi. Schnell! Wir müssen auf die Tapseninsel. Es sind lauter interessante Bäume hier. Ja, wir gehen an Land. Nehme ich gleich mal hier. Ich kann hier nicht rauf. Okay. Dann muss ich wohl hier rauf. Und es wird schon wieder Nacht. Das ist echt nett. Immer ist es Nacht, wenn ich hier unterwegs bin. So. Geht sich das aus? Nee, natürlich nicht. Warum soll sich das auch ausgehen, ne? Wäre ja unlogisch. Jetzt, Moment mal. Nee, ich will auf jeden Fall zuerst hier. Auf welche dieser kleinen Inseln kann ich an Land gehen? Da drüben, würde ich sagen. Soll sich ausgehen, oder? Ah, da ist auch okay. Komme ich hier hoch? Ne. Heieieiei. Ja, dann machen wir eben hier so. Nein, ich Idiot. Ja, so bekomme ich die Terry-Punkte auch voll, wenn ich einfach immer irgendeinen Scheiß mache. Komm schon, das muss ich doch wohl ausgehen. Nee, das geht sich echt so nicht aus. Hier vielleicht? Kamera, was machst du? Link, was machst du? Komm. Geht sich auch nicht aus. Verdammt nochmal, wo kann ich hier rauf? Hier? Eieiei, Link. Mach mich nicht unglücklich. Nee, auch nicht? Ja, muss es wohl oder übel eh hier sein, oder? Genau. Tauch ein ins Wasser. Kannst zwar eh nicht schwimmen, aber tauch ruhig ein. Komm. Nein. Blöd, blöd, blöd. So, jetzt. Ich will doch hier nur irgendwo rauf. Das kann es ja wohl nicht sein, Mensch. Eieieiei. Muss ich mein Blatt... Ja, muss ich wohl... Da darf ich wohl wieder kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja. Kein Kommentar.
Was ist das überhaupt Interessantes? Eine leuchtende Sphäre in der Nacht. So. Erstens, Items, Blatt. Damit wir nicht wieder versehentlich Fischfutter schmeißen. Zweitens, müssen wir den Wind mal anpassen. Genau, Lied des Windes. Haben wir noch nie gespielt heute. Das ist schön. Und zwar immer in die Richtung, wo Link gerade guckt. Das wäre dann diese da. So, dann werden wir viel Anlauf nehmen und darüber fliegen. Hey, weil ich bin ein Überflieger. Yay, das geht sich natürlich aus. Ja, geil. So, und jetzt kann ich ja wohl hoffentlich... Ja, so viel zum Thema. Es geht sich wirklich nicht aus. Warte, wie kurz ist denn dieser blöde Haken? Hei. Und eine Buddel voll rum. Kann ich hier auf dieses Ei darauf? Was ist denn das überhaupt? Was ist ein seltsames Ei? Kann ich hier rauf? Nee. Naja. Dann werden wir eben wohl oder übel versuchen müssen, hier rüber zu fliegen. Was würden wir denn sonst machen? In unserer Angst. Gut, und erneuter Versuch 2. Ja. Wie geht sich das jetzt hier aus? Ja, wenigstens einmal geht sich was aus. Ach Gott, ich bin nicht froh. So. Ah, da ist ein Loch. Schön. Da fallen wir natürlich gleich rein. Denn Löcher erkunden ist ja meine geheime Spezialität bei Zelda. Ah, das ist wieder so eine Battle Area. Da kommt her, Freunde. Zauberer. Ich hasse Zauberer. Also das ist schon eine etwas wildere Battle Area. Nicht so feig wie vorhin. Ich meine, naja. Gut. Wo? Ah, da. Wow. Irgendwas passiert hier. Ach ja, Schleims. Elektro-Schleims. Okay, jetzt wird's gerade äußerst interessant. Jetzt wird's euch fast zu viel. Komm! Zum Glück habe ich ja genügend Pfeile. So, was hätten wir? Dich hätten wir auch gleich. Genau, danke. Fledermäuse! Hey! Da sind echt viele Steins. Ne, Moment. Wo ist dich? Will ich. Genau. Nein, so nicht. So nicht. Link, wenn du schon sagst, du kannst anvisieren, dann tu es bitte. Eieieiei. Da geht's ja richtig rund hier. Ein Spaß. Wer will nochmal? Du wahrscheinlich nicht, weil du stirbst. Habe ich sicher? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt habe ich echt keine. Ich habe echt keine Pfeile mehr. Das ist jetzt natürlich saublöd. Jetzt echt saublöd. Wie soll ich die Gegner eine Pfeile bis erleben? Stirb! Ja, toll. Ja, jetzt habe ich echt ein kleines Problem. Ich habe keine Pfeile mehr. Dann muss ich die mal annehmen. Kann ich dem mit Boomerang irgendwas machen? Ja, Lehmen, toll. Ja, toll. Ja, jetzt habe ich wirklich meine ganzen Pfeile verschossen. Das ist ja jetzt richtig geil. Wahrscheinlich wird da nirgendwo ein Pfeil rauskommen bei denen. Alter! Also zumindest kann ich viele Schleims töten, ist ja auch schon mal schön. Ja, ich sage nur, diese blöden Geister sind eh nicht schlimm.
Ah, das tötet. Das tut ihm, glaube ich, weh. Hoffe ich zumindest. Ja, ich bin kurz ruhig, weil ich bin gerade am Grübeln, was ich jetzt eigentlich genau machen kann. Gegen dieses große Unheil. Also ich hoffe, dass ihm das wehtut. Ich kann es leider nicht einschätzen, was diese Geste zu bedeuten hat. Oh. Ja, es tut ihm weh, na Gott sei Dank. Kommt, euch kriegen wir auch noch klein. Weil jetzt sehen wir ja diesmal das erste Mal Link sterben. Sehr cool, ne? Einfach, dass wir es mal gesehen haben. Voll peinlich. Stirb! Ja, so gefällt mir das. Achso, es kommen natürlich wieder neue. Ah, gut, das ist gut, weil da kommen jetzt wahrscheinlich auch wieder Pfeile raus. Das ist ja wirklich ein richtig schwieriger Kampf diesmal. Das ist ja richtig fordernd, das gefällt mir gut. Ja, das Gute ist, aus denen kommen Sphären raus und aus den Sphären kommen Meisterpfeile. Nee, ich meinte natürlich, es kommen Sphären raus, aber habe ich mir wohl gefreut. Nicht diese Gegner. Jetzt haben wir wirklich ein Problem, wir zwei. Das sind eigentlich meine absoluten Hassungsgegner schlechthin. Ja, da haben wir jetzt echt ein Problem. Was ist das? Da haben wir jetzt echt ein Problem, liebe Zauberer, da haben wir jetzt ein Problem. Stirb, 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 stirb. Ich muss primär schauen, dass ich die Zauberer auch mal erwische. Hallo? Na super. Na super. Zauberer. Es hilft mir nichts, weil ich immer die Gegner vernichte und die Zauberer nicht. Weil dann kommen immer wieder neue Gegner. Das ist auch gut. Na komm schon. Stirb doch einfach. Und du sowieso. So. Gut. Getroffen. Dich treffen auch noch. Passt. Getroffen. Getroffen. Aha. Getroffen. Ich brauche Herz. Ah, gut, da ist eine Sphäre. Nein, nur ein Herz und ein paar Pfeile. Gut, Pfeile sind praktisch. Eieieiei. Was ist das? Ah, das ist tolle goldene Federn. Das ist schön. Ah, das sind ja überhaupt jetzt drei Zauber. Na, gut, verstehe. Da kann es natürlich dann schon mal mehr werden. Aber zum Glück muss ich sagen, das Spiel laggt nicht. Läuft immer flüssig mit vielen Frames pro Sekunde. Pro Sekunde. Alter, ihr nervt. Ihr nervt. Gewalt. Ihr wisst das hoffentlich. Ja, jetzt kommen auch ein Haufen zu Fledermäuse natürlich. Was denn das jetzt? Na komm schon. Hallo? Und ihr kleinen. Lässt die Stachelfliegen sein. Könnt ihr ganz schön nerven. Was war das jetzt? Ja, ich finde es ja richtig geil, dass die wirklich meine absoluten Hassungsgegner zaubern. Wisst ihr? Diese fliegenden Marillenteile da. Komm schon, stirb, stirb, stirb. Und du stirbst sowieso. Überhaupt. Ich sterb alle. Ich muss mehr auf die. Weniger auf die Gegner und mehr auf die. Ich bin tot. Oh. Ah ja. Fee hat mich geheilt. Ey. Die heilen wirklich eine halbe Energieleiste. Also eine halbe. 10 Herzen eigentlich. Wow. Alter. Das geht hier ab, Mensch. Ja, und ihr wundert euch sicher, wie einer so schlecht Zelda spielen kann. Ja, ihr merkt es gut. Komm. Ich glaube, ich lege mir jetzt doch wieder Pfeil und Bogen auf, weil jetzt habe ich ja wieder 13. Stärke, glaube ich, sind die Pfeile schon. Ah, da hinten, da hinten, da hinten, da sind Herzen. Ja, ich muss ja wirklich gucken, dass ich Herzen einsammeln kann. Sterbt einfach alle sterben. Gut, der ist tot. Bin ich froh. Du stirbst auch. Na wunderbar, Gott sei Dank. Eieiei, komm, den Schmetterling brauchen wir.
Die brauchen wir auch. Die brauchen. Es ist schon wieder da. Stirb! Genau. Also jetzt sind die Pfeile wieder aus. Na gut. Ich habe mich schon gefreut. Na komm! Hey. Und das nervige kleine Ding da ist auch weg. Eine Sphäre, schön. Ich habe wieder 10 Pfeile. Das ist toll. Ups. Komm! Stirb! Und ihr sterbt sowieso alle. Kommt er wieder hier? Ja. Wie viel Energie hat er bitte noch? Komm. Komm. So, jetzt ist er hin. Und jetzt kommen die sicher nochmal. Nee! Ich hab's geschafft! Zum Glück, Alter. Das war jetzt mal wieder. Das war. Ja, schon. Was ich sagen wollte, das war jetzt durchaus ein leicht fordernder Kampf. Ich meine jetzt nicht wirklich arg, aber ohne Schatzkarte schön. Aber es war doch leicht fordernd, ja doch. Doch, schon, ja.